Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben den ersten des Monats. Ihr kriegt heute mal wieder ein kleines Monatsupdate. An der Stelle als allererstes. Eigentlich sollte dieses Video heute Abend um 18 Uhr kommen. Haben wir aber bedingt durch diesen kranken Livestream gestern, da kommen wir später zu, nicht geschafft. Das heißt, dieses Mal ausnahmsweise geht das Video am ersten Sonntag online um 18 Uhr. Das heißt, wenn diese Folge gerade online geht, kann ich euch auch nur empfehlen, RTL 2 Grip das Motormagazin einzuschalten, weil heute Abend kommt nämlich eine Folge Mercedes GTR von KTH aus Hannover mit 1000 PS gegen McLaren 765 LT von Tola aus Karlsruhe. Zwei wirklich kranke Autos, die ja serienmäßig schon krass sind. Die sind auch noch getuned. Einfach einschalten, wir fahren eine schnelle Runde, wir driften, wir machen einmal alles. Zeiten fahren, blablabla, lohnt sich. Als allererstes mal kurz auf das Ereignis von gestern zurückzukommen. Das war auch der Grund, warum ich dieses Video jetzt am Freitag erst aufnehme, weil ich wollte unbedingt erst in diesen Motor reingucken und diesen Livestream hinter mir haben, bevor wir das Video aufnehmen. Das heißt, gestern 18 Uhr, wir sind live gegangen, mal wieder auf YouTube, wie in alten Zeiten, und haben Marius Motor zerlegt und haben begutachtet, was alles kaputt ist. Als erstes, vielen, vielen Dank für den Support und alle, die mit dabei waren. Wir waren zwischenzeitlich über 8.500 Leute. Das ist absoluter YouTube-Rekord für uns. Um genau zu sein, 8.515 Leute. Bei 10.000 Leute hätte es einen witzigen Wetteinsatz gegeben. Da hätten nämlich unsere Frauen zusammen das Auto zusammenbauen müssen. Live. Das haben wir leider nicht ganz geknackt, aber auch 8.515 Leute ist wirklich eine Zahl über 3,5 Stunden. Die ist wirklich gut. Es hat allen Spaß gemacht. Ich habe nur Positives in den Kommentaren gelesen. Das Kamerasetup funktioniert tatsächlich mittlerweile echt sorgenfrei gut. Das heißt, einfach das iPhone genommen, ohne viel Technik, ohne OBS oder irgendwelche anderen Streamingdienste, einfach angemacht, gehalten. Ich kann schön die Kommentare lesen, was für mich persönlich sehr wichtig ist, weil ich diesen Livestream halt mache, um mit euch zu kommunizieren. Und einfach zwei Rode Mikrofone bei mir und bei Marius an Hals gemacht. Das heißt, der Ton war auch saftig gut. Was soll ich sagen? Es wurde ein langer Abend, 3,5 Stunden gestreamt, einfach nur cool. Außerdem versuche ich, diese Monatsupdates-Video auch wieder ein bisschen kürzer hinzubekommen. Dass es nicht einfach nur eine Wiederholung der letzten Videos ist, sondern dass es alles kurz und knapp losgeht. Ja, da fangen wir auch gleich an. Was haben wir diesen Monat gemacht? Marius Golf. Wir haben das Auto fertig gemacht und waren auf dem Prüfstand. 1063 PS. Gehört, weil Wastegate-Feder am Ende ist, da ist ein großes Wastegate drin, weil wir halt den Ladedruck so weit runter regeln wollen, mit einer relativ weichen Feder, dass wir so einen Ladedruck von 0,6, 0,7 bar fahren können. Und das heißt, ab einem gewissen Druck geht diese Feder automatisch auf, weil man hat dann zum Schluss 4 bar im Krümmer und für 4 bar im Krümmer braucht man halt eine ganz schön krasse Feder, damit das Ventil, das Wastegate, halt auch geschlossen bleibt. Das heißt, da war dann irgendwo Ende, war aber auch vollkommen okay, weil für uns war der Prüfstand eigentlich so der erste Funktionscheck, dass wir sicher gehen können, dass das Event auf jeden Fall ein Erfolg wird, im Sinne von, dass das Auto erstmal funktioniert. Dass da gleich direkt 1063 PS mit Schlupf rauskommen, konnte keiner wissen. Wenn wir auf Maxleistung gegangen wären, hätten wir natürlich eine härtere Feder drin gehabt und wir wären natürlich auf einen Radnabenprüfstand zu Paul zum Beispiel gegangen, damit einfach kein Schlupf da ist. Sonst so aber alles geklappt. Dann als nächstes Event. TTT, halbe Meile. Marius die Woche vorher noch ein bisschen Unterboden gebaut, wir das Auto nochmal vermessen, ein bisschen Radlast gemacht, blablabla, volles Programm. Direkt losgefahren, off the trailer, 303 km/h. Marius alter Rekord war bei 301 km/h. Jetzt neues Auto, erster Lauf, 303 km/h GPS nach 800 Metern. Und das ist schon wirklich eine Ansage, weil wenn man mit so einem Auto über 300 fahren will, geht das wirklich nur, wenn alles passt. Marius ist ausgestiegen, hat gesagt, 303, boah. Er hätte selber sogar ein bisschen mehr erwartet vom Gefühl des Laufes her und dabei hat er wieder realisiert, dass es wirklich krank ist, wie viel dazugehört, mit so einem Auto erstmal 300 zu fahren. Weil er selber auch dachte, boah, Alter, gefühlt hebt das Ding gleich ab, weil es halt wirklich schon so ein guter Lauf war. Und da, wir können den Lauf nochmal einblenden, einen der Läufe. Da
da hört ihr sofort, wie stark das Auto durchdreht. Das ist gewollt so. Jetzt muss ich dazu sagen, erste, zweite Gang können wir den Ladedruck sogar noch nicht mal weiter runterregeln, weil wir halt einfach Dosendruck fahren. Das heißt, ich habe den Lock hier offen. Wir fahren im ersten Gang 0,7 bar Ladedruck und im zweiten Gang 0,75 bar Ladedruck. Weniger geht nicht. Wenn ich noch weniger Leistung jetzt hinkriegen wollen würde, müsste ich die Drosselklappe zumachen. Das geht auch, elektronisches Gas. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, erste Gang Drosselklappe nur 50% auf. Ob das notwendig ist oder nicht, wir wissen auf jeden Fall, es macht nicht schneller, weil ein gewisser Schlupf gerade unten raus ist auf jeden Fall gut für die Temperatur in den Reifen, dass der Reifen einfach griffig wird. Deswegen war das schon okay. Ja, dann ging es weiter. Nächster Lauf 307, 312 bzw. 313. Und dann im vierten Lauf, der wäre es gewesen, da hat Marius aufs Versehen einmal gelupft, weil er hat von 4 in 5 am Hebel gezogen. An der Stelle übrigens, wir sind alle überrascht, wie gut dieser Shifter und das Getriebe funktioniert. Da hätten wir mit viel mehr Ärger gerechnet, aber wirklich jeder Schaltvorgang saß. Und der fünfte Gang hat sofort angefangen durchzudrehen. Und das hat ihn so aus dem Konzept gebracht, dass er in dem Moment gelupft hat und dann mit 303 wieder durchs Ziel gerollt ist. Dann kam der letzte Lauf. Letzter Lauf, weil er ist ausgestiegen, hat gleich gesagt, ey, ich will unbedingt nochmal einmal fahren. Da habe ich gerade gelupft, obwohl der Sprecher schon gesagt hat, gleiche Siegerehrung. Wir direkt wieder los und dabei ist es dann halt leider passiert im Ziel, also wo er eh vom Gas gegangen ist, hat es geknallt. Und wie ihr gestern im Livestream gesehen habt, haben zwei Kolben die Gruppe leider verlassen. In Summe sind wir trotzdem happy mit dem Ergebnis. 312 km/h muss man erstmal bringen. Auto fährt, das ist das Allerwichtigste. Perfekt geradeaus, bremst gut, schaltet gut. Und so weiter. Kein Blechschaden, gar nichts, sondern nur in Anführungsstrichen ein Motorschaden. Natürlich ist ein Motorschaden auch ein großes Ding. Aber ich bin ganz ehrlich, jeder, der auf so einem Event über 300 fährt, wenn es jetzt nicht gerade ein Porsche Turbo, ein umgebauter R8 Biturbo oder ein GTR ist, wo mehrere hunderttausend Euro reingeflossen sind, da rechnet jeder mit, dass irgendwas kaputt geht. Und am Ende ist es dann auch egal, ob es ein paar Kolben sind, ob es ein Getriebe ist, ob es ein Winkeltrieb ist. Kaputt ist kaputt. So, deswegen sind wir da definitiv happy. Gestern dann haben wir spontan gesagt, ey, wir wollen vorankommen, weil wir wollen im Oktober mit dem Auto eigentlich nochmal fahren. Gestern dann gesagt, guck mal, jetzt schieben wir noch einen Livestream hinterher und zerlegen das Ding live, weil wenn wir einen Livestream machen, kommen halt immer nur die Tage in Frage, wo wir auch normalerweise Videos bringen, Dienstag, Donnerstag, Sonntag. Sonntag kann ich nicht, jetzt gerade geht das Video online, eigentlich bin ich gerade am Lausitzring, da ist nämlich Grip das Motor-Event. Das heißt, ich habe gesagt, guck mal her, lass es uns gleich Donnerstag machen, dann wissen wir, was kaputt ist, weil man muss immer einmal reingucken für den Kopf her, um zu planen, wie machen wir jetzt weiter. Weil natürlich soll es weitergehen. Deswegen dann live gestern Auto zerlegt, immer ein bisschen Risiko bei, kann immer was passieren. Und das ist uns aber egal, weil jeder, der diesen Channel hier seit dem ersten Tag verfolgt, weiß, dass wir für Transparenz auf jeden Fall stehen und jegliche Schäden auch immer zeigen. Habe ich schon immer gemacht, auch früher auf Facebook. Und deswegen ja, fand ich die Idee eines Livestreams, das war sogar Marius' Idee, richtig gut. Livestream voll eskaliert, sagte ich schon, 8.500 Zuschauer die ganze Zeit. Uns wurde sogar Pizza bestellt. Wir wurden dazu genötigt, Bier zu trinken. War eine witzige Nummer. Am Ende haben wir alles zerlegt und wissen jetzt, was defekt ist. Defekt ist definitiv zwei Kolben, Zylinderkopf, Block, Turbine vom Turbolader. So, also schon ein bisschen mehr. Andererseits viel weniger kann bei so einem Schaden auch nicht kaputt gehen, weil es ist klar, dass wenn der Kolben so wegschmilzt, auch auf der Laufbahn ist, was ist. Und meistens kriegt der Kopf auch noch ein bisschen was ab. So viel dazu. Dann, ja, es war der Monat des Kaputtmachens. Was haben wir noch kaputt gemacht? Dann Abarth kaputt gemacht. Heißt in dem Fall auch genauso ein dummer Fehler. Achso, ja, also bei Marius Golf gehen wir tatsächlich davon aus, dass entweder eine Pumpe geschwächelt hat, weil sie einfach zu heiß geworden ist oder zu wenig Kraftstoff im Tank drin war. Wir gehen von zu wenig Kraftstoff aus und deswegen eine Pumpe ein bisschen Luft gezogen hat an manchen Stellen und dieses einmal Luftziehen reicht schon, dass der ganze Verbrennungszyklus zum Selbstzünder wird, weil das Auslassventil glüht, weil vielleicht schon ein Teil von der Kerze glüht und das Ding dann halt einfach macht, was es will. Nächster dummer Fehler war bei mir am Abarth. Ich habe im Innenraum den Wärmetauscher ausgebaut, also das ganze Gebläse, weil ich habe es nie angemacht und das Problem ist, dass selbst wenn du es nicht anmachst, geht das warme Wasser durch den Gebläsekasten. Das heißt, dauerhaft an den Füßen, an Beinen war immer eine Wärmequelle, die den ganzen Innenraum aufgeheizt hat. Deswegen wollte ich einfach mal gucken, was passiert, wenn ich den Wärmetauscher ausbaue. Also, Wärmetauscher ausgebaut, überlegt, wie baue ich den Wasserkreislauf. Hab den Wasserkreislauf so gebaut wie bei Marius beim Golf. Das heißt, jegliches Wasser muss vom Zylinderkopf durch den Wasserkühler zur Pumpe, durch den Motor in den Wasserkühler. Was ich allerdings nicht mehr wusste, beziehungsweise einfach nicht mehr auf dem Schirm hatte, ist, dass beim Abarth im Wasser,
Flansch am Kopf noch ein Thermostat saß. Ich dachte eigentlich, ich hätte das Thermostat damals ausgebaut. Deswegen, also ich dachte, da wäre keins. Deswegen habe ich die Anschlüsse von dem Wärmetauscher. Der Wärmetauscher ist normalerweise immer der kleine Kreis. Das heißt, wenn das Thermostat zu ist, geht das Wasser durch den Wärmetauscher wieder zur Pumpe. Ich natürlich die beiden Anschlüsse zugemacht, weil dachte mir, das ganze Wasser soll ja durch den Wasserkühler immer wieder in den Motor gehen. Habe dabei aber vergessen, das ist ja ein Thermostat. Das heißt, es kann auch mal einen Moment geben, wo das Wasser noch so kalt ist, dass das Thermostat zu ist. Dieser Moment ist leider beim ersten Mal Gas geben gleich gekommen. Ich fahre auf die Strecke raus, bin das erste Mal auf der Gegengerade, habe so 75, 78 Grad Wasser gehabt, Thermostat ist noch zu. Ich mit der Drehzahl hochgegangen, dritte Gang Gas gegeben. Es hat Peng gemacht. Also es hat nicht Peng gemacht, sondern ich habe das Peng gar nicht gehört, habe es auch nicht gesehen, sondern bin rausgefahren und habe dann gesehen, kein Wasser mehr drin. Das heißt, es war noch volle Wassertemperatur da, es war sogar noch Wasserdruck da. Aber durch die Drehzahl und das geschlossene Thermostat ist natürlich der Druck im Motor auf mehrere Bar. Also ich kann im Block 4,5, 5 Bar sehen und da ist dann natürlich der Froststopfen aus dem Block gekommen, als auch die Kopfdichtung ein bisschen von dem Motor. Alles zerlegt, Fehler gefunden. Dabei ist natürlich der Motor dann zu heiß geworden, weil man auf der Rennstrecke immer noch diese eine Runde ausrollen muss und ich auch gar nicht auf dem Schirm hatte, dass gar kein Wasser mehr drin ist, weil die Temperatur definitiv nicht zu hoch war. Man misst halt in dem Fall aber auch gerne mal Luft an. Auf jeden Fall A-Lineal draufgelegt, festgestellt, Block ist okay, 2/300 passiert. Kopf allerdings 2/10 krumm, das heißt, der muss neu. Das heißt, ihr dürft euch nächste Woche auf Videos freuen, wie wir auf den Abarth den großen CNC-Kopf stecken. Von Subi Performance, von NG Motorsports. Ich habe erst überlegt, ob ich jetzt den großen Block auch von Subi einbaue, der ja daneben einfoliert steht. Aber genau für solche Momente habe ich immer gerne Reserve da stehen. Deswegen, ich habe mir jetzt überlegt, wir bauen jetzt erstmal nur den großen Kopf auf, gucken, wie der funktioniert. Dabei wird uns bestimmt irgendwas einfallen, was wir nochmal wieder anders machen. Und das können wir dann in Kombination mit dem anderen Block, Schrägstrich, vielleicht auch Getriebe, als nächstes im Winter umsetzen. Da zählt jetzt erstmal, dass das Auto jetzt schnellstmöglich wieder fährt. Das heißt, frischen Kopf drauf und weiter geht's. Ich denke, ich werde mit dem Fahrzeug noch einmal bevor dem nächsten Fahren auf den Prüfstand fahren, weil, das war ja die zweite Sache, wir haben endlich gefunden, warum das Fahrzeug nicht mal mehr Druck macht. Lag daran, dass die Wastegate-Dose zum Steuern ausgeschlagen war und die ganze Luft entwichen ist. Und jetzt mit der neuen Dose hat er sofort sogar zu viel Druck gemacht. Das heißt, wenn wir es maximal professionell machen, was wir eigentlich immer tun, muss ich mit dem Auto, bevor wir wieder fahren, einmal auf dem Prüfstand, einmal die Taktung anpassen von der Dose und einmal gucken, wie viel mehr hoffentlich Luftmasse jetzt in den Motor geht, weil er wird natürlich abmagern. Heißt einfach, dass wir bei gleichem Druck, dieses Steuergerät ist nur druckgesteuert, mehr Luft im Motor haben. Das heißt, er wird anfetten über die Lambda-Sonde, aber da gibt es natürlich wieder Grenzwerte, wie weit das geht. Plus am liebsten haben wir einen Motor, der gar nicht erst anfettet, sondern so läuft, wie er programmiert ist. Das heißt, einmal auf dem Prüfstand und da das Ganze einmal sauber abfahren. Ja, schade, dass ich nicht mehr fahren konnte, weil wir hatten ja kurz zuvor noch an dem Nachlauf vorne rumgespielt. Ich nenne es jetzt mal einfach gespielt. Unglaublich, was da gekommen ist, hätte ich niemals gedacht. Wir haben lediglich Nachlauf Federbein nach hinten gekippt und durch dieses nach hinten kippen verändert sich gefühlt das komplette Einlenkverhalten. Das heißt, wir konnten jetzt weniger Sturz fahren und beim Lenken wird der Sturz höher. Ich mache euch hier einfach nochmal eine Infokarte rein, guckt euch das Video dazu an. Richtig gut, ich habe richtig viel bei gelernt. Ich konnte es bisher noch nicht fahren, weil es halt auf der ersten Runde kaputt gegangen ist, aber es fühlt sich gut an. Fühlt sich richtig gut an. So, genau deswegen möchte ich da jetzt auch ein bisschen Druck machen, das Auto einfach wieder fahrbereit haben, dass wir im September dann nochmal richtig einen rausknistern können, weil ich glaube einfach, dass jetzt so wir so langsam an ein Setup von dem Auto kommen, was richtig gut funktioniert. Weil ich sage euch, der Moment, wo ich im dritten und im vierten Gas gegeben habe und da auf einmal richtig Druck kam, das ist dann schon nochmal, ja, das wird gut. Positive ist, Oma läuft wieder. Die haben wir ja auch kaputt bekommen. Eigentlich nicht jetzt gerade, sondern die war schon lange kaputt. Wir haben sie jetzt nur zerlegt, war das Schwungrad lose. Deswegen hat die Kupplung mich getrennt, weil die Schrauben vom Schwungrad gegen die Reibscheibe sind. Da haben wir eingebaut, eine neue Kurbelwelle eingebaut. Und jetzt läuft das Ding wieder. Und da hatte ich ja in dem Video gefragt, dass wir da gerne mal irgendwie ein cooles Video auf dem Flugplatz machen wollen mit diversen Autos. Das heißt auch hier nochmal die Bitte, schreibt mal gerne in die Kommentare rein, welche Autos ihr gerne mit Oma Golf vergleichen würdet. Heißt sowohl Serienautos als auch getunte Autos, weil dann würde ich nämlich tatsächlich mal einen Flugplatz mieten und man könnte mal als Beispiel Oma gegen, falls einer von euch einen Bugatti Veyron hat, gegen den Veyron fahren. Oder falls einer von euch
Motorräder, BMW, S1000, vielleicht sowas in der Richtung. Da würde ich gerne dann so 5 bis 10 Leute einladen und wir machen mal ein Video, wie wir so eine kleine Flugplatz-Action machen. Arschteures Paket ausgepackt von Tom für seine Supra. Der hat nämlich einmal das große Paket aus Amerika in Sachen Antriebsschrank bestellt für sage und schreibe 24.000 Euro. Ich bin Master im Schönrechnen. Ich verstehe es vollkommen, dass er es bestellt hat, weil die Originalteile sind schon so viel wert, dass man jetzt besseres Zeugs hat für ein bisschen mehr Geld, wo man am allerwichtigsten auch noch Ersatzteile für kriegt, wenn es kaputt geht. Das ist bei uns auch immer so ein Thema. Wir bauen lieber Sachen um, dass wir nicht mehr auf Originalteile zurückgreifen müssen, weil es halt einfach manche Sachen einfach nicht zu kaufen gibt. So, und auf dem Gear Collector Track, der waren wir noch. Genau, Joni sagt das. Da wollte ich ja eigentlich mit dem Abarth hin und wollte da mal ein paar Vergleiche machen zwischen Abarth und anderen Autos. Bin aber 0,0 böse, dass der Abarth zu Hause geblieben ist, weil ich habe tatsächlich den Crossbow mitgenommen und habe mich wirklich mal einen Tag lang, das ist dann für mich wirklich purer Wellness und Genießen, darauf konzentriert, die Strecke zu lernen. Ich bin Nürburgring Grand Prix Strecke noch nie gefahren, somit habe ich mir wirklich gesagt, pass auf, heute machen wir hier mal keine Zeitenjagden, sondern ich nehme einfach jede Menge Leute mit und wir fahren. Und ich würde behaupten, am Ende habe ich so 50 bis 100 Runden geschafft mit dem Auto. Was die Autos angeht, kann ich nur jedem empfehlen, nächstes Jahr, wenn das Datum des Gear Collector Track Days feststeht, bewerbt euch da, schickt eine Anmeldung hin. Es ist einfach nur nicht von dieser Welt, was da an Autos ist. Gefühlt jeden GT3 RS, den es gab. Gefühlt Königsex, die ich vorher noch nie gesehen habe. Papa Gear Collector ist mit dem F40 auf der Rennstrecke rumgefahren. Sieht man auch nicht alle Tage. Dann, boah, es war wirklich über Senna, McLaren, wirklich alles am Start, alles dabei. Nur fürs Auge lohnt es sich schon, da hinzukommen. Ein unfassbar geiler Tag. Vielen Dank für die Einladung, Michi. War wirklich geil. Bin nächstes Mal liebend gerne wieder mit am Start. So, jetzt noch abschließend gucke ich mal einmal in den Kalender, was eigentlich diesen Monat so geht. Wir haben nämlich noch ein bisschen was vor. Und zwar am 15. September findet wieder Track Day Polybauer in Oschersleben statt. Ich glaube, da gibt es auch noch Tickets, falls ihr mitfahren wollt. Da würde ich gerne das erste Mal mit Arbeit mit dem großen Kopf fahren. Dann, jetzt ganz wichtig, zuhören, da geht es nämlich gleich noch drum, das Wochenende danach, Race 1000. Ich habe tatsächlich das Vorhaben, in 3 Wochen mit Limo zu fahren. Wird jetzt für viele erstmal wieder wild klingen, aber ich ziehe das jetzt durch, habe ich auch so gesagt. Einen Monat lang Marius Golf kümmern, dass er einmal fahren kann. Jetzt ziehen wir Limo durch, dass ich da antreten kann. So, warum Race 1000, warum dieses Event? Relativ einfach. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich mit diesem Auto noch alles vorhabe. Aber eine Sache, die ich auf jeden Fall perfekt machen kann und wo ich auch glaube, wo das Auto sich extrem wohl fühlt, sind die sogenannten Roll Races. So, das heißt, wir fahren aus 100 km/h 1 gegen 1, K.O.-System. Ich weiß gar nicht, ob es K.O.-System ist, aber am Ende gibt es auf jeden Fall Gewinner. Das Ganze findet mit Absicht am Samstag statt, dass ihr als Zuschauer zugucken könnt und wir bis in den Abend rein die Finalläufe fahren können. Deswegen habe ich mir überlegt, aus 100 km/h 450 Meter, glaube ich, perfekte Disziplin für das Auto. Da wird man am Ende, werden die schnellen Autos so 300 fahren. Das heißt, das ist eine Disziplin, wahrscheinlich im zweiten Gang starten, dritte, vierte durchziehen und schon ist man im Ziel. Das würde ich gerne mit dem Auto erstmal angehen, bevor man dann ein Step weitergeht und anfängt auf einer halben oder Viertelmeile irgendwelche Ziele, Rekorde, wie auch immer zu jagen. Finde ich, ist so ein Roll Race dazwischen so zum Warmwerden erstmal ganz gut. Da werden wir natürlich nicht all in gehen und alles rausholen aus der Kiste, was geht. Nee, ich werde erstmal entspannt mit einem E85-Step anfangen, so wie das alte Auto auch war. Das heißt, wir werden noch nicht mal alle 18 Düsen in Betrieb nehmen. Dafür werden 12 Düsen reichen. Da reicht eine von den großen Injector Dynamics Punkten im Tank für. Und ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, ohne mich aus dem Fenster zu lehnen zu weit, eine 1400 wird da leistungsmäßig erstmal so stehen. Da können wir dann während der Fahrt nämlich mal die Trockensumpf testen und. Wir haben eine Basis, die erstmal fährt, wo ich sagen kann, ja, das geht in die richtige Richtung. Oder ich kann sagen, nein, das funktioniert gar nicht. Das und das und das müssen wir noch ändern. Wenn ich nämlich diese Basis einmal habe, dann kann ich und will ich auch mit der ganzen Technik gerne auf den Motorenprüfstand und das Ganze bis aufs Letzte austesten. Zum Beispiel Steuerzeiten, Nockenwellen kann man auf dem Motorenprüfstand einfach perfekt machen. Aber wenn ich eine Woche später andere Nockenwellen einbaue, dann bringt das Ganze auf dem Motorenprüfstand gar nichts. Deswegen würde ich gerne, ich brauche einmal so ein bisschen Vertrauen in die Technik, dass das jetzt so geil funktioniert. Und das werden wir da angehen. Das heißt, ihr könnt euch in den nächsten Wochen auf ein bisschen Limo-Content auf jeden Fall freuen, weil wir müssen noch machen Wassersystem. Ich habe ja beim letzten Mal Motor einbauen festgestellt, dass durch diese riesen Ansaugbrücke einige Wasserschläuche nicht mehr passen. Das kommt jetzt als allererstes.
Motor nochmal wieder einmal reinstecken, Wasserleitung anpassen. Dann müssen wir leider für die jetzt noch größeren Turbolader die Ansaugung nochmal ein bisschen anpassen. Ist aber alles nichts Großes. Dann müssen wir bauen einen Wasserbehälter. Dann müssen wir bauen einen Öl-Catch-Tank. Da weiß ich noch nicht ganz genau, wie wir das machen. Da gibt es nämlich die Variante, den Öl-Catch-Tank hinter dem Motor zu machen. Warum Öl-Catch-Tank? Bisher habe ich ja den kompletten Kurbelwellenraum einfach verschlossen und habe von da unten mit der Ölpumpe alles abgesaugt. Jetzt sagt allerdings der eine oder andere, das funktioniert nicht, mach das nicht. Daher kann auch die Ölerei kommen. Du musst das entlüften. Das heißt, wir lassen oben die Entlüftung offen und saugen unten ab, dass man nämlich zur Not einen Durchfluss durch den Motor kriegt. Das heißt, wir müssen von beiden Ventildeckeln und aus dem V irgendwie in einen Catchtank gehen. In diesen Catchtank, also in diesen Ölabscheider, geht aber auch genauso hinten der Tank, wo das Öl drin ist, weil auch der muss entlüftet werden, der hat oben einen Anschluss. Das heißt, da bauen wir nochmal mit Rohren am Unterboden einen Catchtank. Dann Thema Kraftstoffsystem. Musste ich leider alles verwerfen und mal neu anfangen, weil ich hatte nicht auf dem Schirm die Pumpe, diese kleine Injector Dynamics Pumpe, die so krass viel Wumms macht, die muss leider in den Tank rein. Ich vermute mal, weil die durch den Sprit gekühlt wird. Das heißt, wir bauen hinten noch einen Tank. Jetzt haben wir ja bei Marius gerade ein paar Sachen gelernt. Das heißt, da müssen wir uns auch nochmal intensiv mit beschäftigen. Dann schmeiße ich die Alu-Downpipes leider raus und gehe auf Titan-Pipes. Da hat der Herr Watson die nächste Woche nämlich noch was zu tun. Wir werden nämlich 89er Titan-Downpipes erstmal bis am Motor bauen, also bis zum Getriebe. Und wenn dann alles reingesteckt ist, werden wir einmal einen Auspuff bauen. Und da fahren wir nämlich einmal zwischendurch auch zur Firma Fox, Sportauspuffanlagen. Da wird uns der gute Sven nämlich für die Limo dann einen Titan-Schalldämpfer bauen. Das heißt, Plan ist 2x89 am Auto irgendwo auf einen Topf mit Endrohren hinten raus, weil ich finde, leider bei dem Auto gehört es dazu, dass da ganz normal ein Endrohr hinten rauskommt. Ja, dann Thema Kabelbaum ist halt bisher erst 80% fertig, weil die letzten 20% müssen halt im Fahrzeug gemacht werden. Kabellängen, Ablängen, Einpinnen und so weiter. Das heißt, mein Bauchgefühl sagt mir, ungefähr 2 Wochen brauche ich für die Hardware jetzt nochmal. Und dann die letzte Woche vor dem Event wird sich das Fahrzeug wahrscheinlich bei Chris wieder in Berlin aufhalten, wo wir den Break-In machen, in Anführungsstrichen. Das heißt, den Rest des Kabelbaums verkabeln. Ein bisschen Display anschließen, ein bisschen Schalter von der Schaltung anschließen, ein bisschen die PDM konfigurieren und so weiter, dass wir dann dort vom Prüfstand aufs Event gehen. Joni, mein Bruder, sagt gerade auch noch eine weitere Sache, die zeitgleich mit diesem Video online geht. Neben Grip im Fernsehen auch, ich war eingeladen von der DVAG zum Mix Kartrennen. Wirklich geil, ich konnte mit Mick Schumacher ein Kartrennen fahren. Ist schon wirklich ein krasser Moment gewesen, weil ich bin absoluter Michael Schumacher-Fan, schon immer gewesen in der Jugend. Und wenn man dann einmal Mick samt Mama Schumacher da so vor sich stehen hat, war das schon extrem cool. Wir sind ein Teamrennen gefahren, das heißt zu zweit, ich werde jetzt nicht zu viel verraten, ihr könnt euch gleich lieber das Video zu angucken. Ein Teamrennen, 2 Leute, 10 Teams, 12 Teams, 10 Teams? 10 Teams haben wir, glaube ich. 8 Teams? 10 Teams. Jedes Kart hat etliche GoPros bekommen mit Drohne, mit wirklich auch mit einer schnellen Drohne, mit Außenshots. War wirklich krankes Equipment. Das Ganze für eine Videofolge. Ich habe nur so ein paar Vorspanns schon gesehen. Sah auch wirklich gut aus. Also auch dieses Video werde ich euch hier verlinken. Guckt es euch rein. Guckt es euch an. Hat mega gebockt. Am Ende ist der Kerl einfach dann doch verdammt schnell. Aber es hat Spaß gemacht und ein geiles Event. Vielen Dank, dass ich da teilnehmen durfte. Ganz kurz muss ich natürlich in das letzte Monatsvideo reingucken. Jetzt zum Abschluss nochmal, wofür wir das Ganze eigentlich angefangen haben, ist Thema Fragen, ob noch irgendwas Cooles in Sachen Fragen drin steht. Aber ich habe so viele Fragen gestern in dem Livestream beantwortet. Dafür ist einfach der Livestream perfekt. Also wenn ihr Fragen habt, ballert sie unter dieses Video wieder. Ich gehe sie durch und gucke sie einmal nach. Einige Antworten sehe ich hier zum Thema Sound im Bus. Ja, das wollen wir auf jeden Fall nochmal angehen. Da hatte ich ja drum gefragt. Dein RS4 V8 wäre doch eine super Idee auf dem Motorenprüfstand. Ja, mit Sicherheit, aber für mich ist dieses Auto irgendwie schon abgeschlossen. Also ich möchte ja auch einen Benefit aus der ganzen Prüfstandssache haben. Das heißt, da sehe ich zum Beispiel eher den Abarth-Motor, sobald der wirklich fertig ist, dass man den perfekt rausfährt. Oder selbst einen VR6-Motor, Limo-Motor, wie auch immer, finde ich alles besser als ein V8. Finde super interessant, dass sich die Rennstrecke so verändert. Ist ja klar, aber hatte ich so irgendwie nicht drüber nachgedacht. Würdest du sagen, das ist für dich vom Grip her besser oder schlechter, wenn vorher eine Serie mit Slicks gefahren ist? Da meine persönliche Meinung ist, dass man es extrem merkt, ob vorher Straßenautos fahren oder Rennautos fahren, jetzt in Kombination mit welchen Reifen ihr wieder fahrt. Ich persönlich finde, dass mit Slicks
man es sofort merkt, wenn vorher Straßenautos gefahren sind, weil ich nehme ja dann das Gummi von dem Straßenauto auf. Wenn ich mit meinen Slicks Gummi von Slicks aufnehme, finde ich das auf jeden Fall weniger schlimm, als mit Slicks Gummi von Semislicks aufzunehmen. Deswegen ja, ich bin definitiv der Meinung, dass man das merkt. Und natürlich, wenn vorher Slicks gefahren wurden, ist natürlich auch mehr Gummi auf der Strecke an sich. Man sieht halt, die Anbremszonen werden dunkler. Das heißt, ich würde auf jeden Fall sagen, die Strecke wird auf jeden Fall schneller. Ich wollte fragen, Folgevideo vom Lexus GS 300, habe ich gestern auch was zugesagt, weil Flo, der das Auto ja schraubt aktuell, mit dabei war. Wir haben auf den PS Days das Problem gehabt, dass der Wasserkühler undicht geworden ist und man kriegt für dieses Auto tatsächlich keinen Wasserkühler in Deutschland. Ich habe mehrere verschiedene Kühler bestellt, passen alle nicht. Lexus GS 300, also Saugerkühler, passt auch nicht, ist anders. Ich wollte aber nicht was gebasteltes haben, sondern das Auto soll für mich halt möglichst original sein. Das heißt, wir haben jetzt einen Alu-Kühler gefunden, der 1:1 ist wie original. Und dieser Kühler kommt da jetzt rein. Sobald der jetzt drin ist, geht es mit diesem Fahrzeug tatsächlich zum TÜV. Kann ich selber noch nicht glauben, aber wir werden damit zum TÜV fahren und das wird alles eingetragen, so wie es da ist. Wenn dann alles eingetragen ist, können wir das Fahrzeug mal bewegen, können mal ein schönes Video während der Fahrt machen, können mal ein bisschen was zum Thema Sound, Fahrleistung und so weiter sagen und auch dann wird es da natürlich weitergehen. Unser Goldbarren gehört zu uns, der bleibt da, da wird es jede Menge Sachen noch geben, weil es schreiben auch schon einige, es gibt Upgrades fürs Getriebe, dass die Schaltzeiten verkürzt werden und so weiter. Wie gesagt, für uns bei dem Projekt steht erstmal 100% alltagstauglich, 100% Street Legal und dann geht es weiter. Ehrlich gesagt, sehe ich keine weiteren Fragen. Liebend gerne schreibt die Fragen, falls ich sie überlesen habe, doch in dieses Video wieder rein. Dann werde ich auch darauf eingehen. Ich versuche es wirklich mal knapper zu halten, deswegen mache ich hier auch Schluss. Danke fürs Zuschauen, danke für diesen kranken Livestream gestern. Freut euch auf einen geilen September. Jeder, der von euch beim Rollout des Race 1000 mit dabei sein will, kauft euch jetzt Karten fürs Race 1000 am Samstag. Sollte es irgendwie irgendwo Probleme geben, lasst es mich einfach wissen. Ich bin gerne für euch da und organisiere da was. Nicht, dass es jetzt sofort ausverkauft ist, das Event. Wird aber ein geiles Event sein. Unabhängig von Limo würde es sich lohnen, da hinzukommen. Race 1000 Samstag in Neu-Hardenberg. Das ist leider hinter Berlin an der polnischen Grenze. Aber wenn alles so klappt, wie wir uns das wünschen, wird das auf jeden Fall eine krasse Nummer. So, mit diesen Worten, tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.